Ja, hallo YouTube. Heute möchte ich euch mal was zum Thema Musik und Party zeigen. Das Ganze ist einfach nur gedacht, wenn man zum Beispiel mal eine Party macht und man will mal coole Musik hören, hat aber keine und man will auch irgendwie, dass es cool aussieht, wenn man mal auf dem Computer guckt und nicht einfach irgend so ein Abspielprogramm da rumläuft. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal eine coole Sache. Also ihr geht jetzt auf apexvj.com, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr auf diese Seite hier. Dann seht ihr schon, worum es geht. Es geht hier um Visualisierung und Musik halt. Und dann klickt ihr unten auf Launch. Dann lädt ihr eine Seite. Da müsst ihr Ignition oder was weiß ich das, was das heißt, anklicken. Dann müsst ihr erstmal gar nichts machen. Dann lädt er nämlich irgendeinen Song, den ihr noch nicht kennt. Und dann könnt ihr einfach mal Play klicken. So, dann läuft die Musik schon. Und man kann dann mit den Pfeiltasten die Visualisierung wechseln. Das wäre zum Beispiel die hier oder die hier oder die hier. Oder die hier, die finde ich ganz cool. So, ich finde aber die hier am coolsten, also lassen wir die mal. Und klicken einfach mal mit der Maustaste. Wenn ihr ein nächstes Lied hören wollt, dann klickt ihr einfach auf Next drauf. Das Lied startet automatisch oder halt das Lied davor, wenn ihr es nochmal hören wollt. Zum Beispiel. So, und dann gibt es oben noch, oben rechts steht Remote. Ich zoome mal ganz kurz ran. Da klicken wir einmal drauf. Da kann man ein Wort eingeben, so. Ich gebe jetzt einfach mal, was weiß ich, ein Wort, was natürlich nicht häufig verwendet wird, also nicht einfach nur Dieter, sondern zum Beispiel Silent Party 1. Huch, das wollte ich nicht. Dann klickt ihr auf Connect. Dann das Ganze brauchen wir eigentlich nur dafür, wenn ihr zum Beispiel ein iPod habt oder ein iPhone, dann geht ihr einfach in Safari. Moment, ich gehe mal jetzt ein bisschen näher dran. Und dann gehen wir in Safari auf die Seite apexvj.com/remote. So, Moment. Kommen wir auf diese Seite hier. Da geben wir dann dasselbe Passwort, sei schon dasselbe Wort nochmal ein. Beispielsweise Silent. Ach ne, klein geschrieben hatte ich es, ne? Silent Party 1. Dann klicke ich auf Done und unten müsst ihr dann auf Connect klicken. So, das dauert einen Moment. Dann könnt ihr einfach, wenn ihr am Computer seid, wieder daneben klicken, dann ist das weg. Und dann könnt ihr hiermit auswählen, welche Visualisierung ihr haben wollt. Zum Beispiel diese hier und dann ändert sich das dann auch auf dem Computerbildschirm. So, dann könnt ihr auch ein bisschen runterscrollen. Dann kann man auch anwählen, wenn wir einen neuen Track hören wollen. Und Next. Ah, ich halte den iPod ein bisschen scheiße. Next. Da. Und da Pause. So, dann bleibt alles stehen. Gehen wir wieder auf Play. Suchen zum Beispiel die hier aus. Und klicken mal auf Next. Dann dauert es einen kleinen Moment. Es hängt ein bisschen. So. Und ich drehe jetzt mal wieder die Musik an, damit ihr nochmal sehen könnt, dass es auch wirklich zur Musik passt und so. Moment. Thank you.
Also, das passt eigentlich immer und sieht auch eigentlich ziemlich cool aus. Und es auf der Party mal macht, dann gucken schon einige Leute. Vor allem mit dem iPod das oder dem iPhone. So, ich mein nächstes Lied, weil das gefällt mir nicht und wir sind schon ganz schön lang an der Aufnahme, egal. So, klicken wir nochmal. Auf Next. Moment. Das klingt doch toll. Genau, und das lassen wir jetzt einfach mal laufen. Und ich schalte noch was anderes ein. Keine Ahnung. Das hier finde ich auch schön. Doch.